Hallo, herzlich willkommen beim Bastelboss. Jetzt geht es an den Zusammenbau der einzelnen Bauteile und Komponenten und bedeutet also, die Oberflächenmalung sollte abgeschlossen sein. Also ich habe jetzt den Body hier schwarz lackiert und zwar matt und oben die Kopfplatte auch und hier nochmal mit einem weißen Lackstift und Schriftzug drauf gemalt. Und hinten den Hals kann man natürlich ölen oder wachsen oder natürlich auch lackieren. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Und was jetzt folgt, ist zunächst einmal das Verlöten der einzelnen elektronischen Bauteile. Und wer da ein bisschen Unterstützung braucht, der kann sich einen Schaltplan aus dem Netz besorgen. Und zwar gibt es den auf jeden Fall auf der Webseite kirstein.de. Dort, wo dieser Bausatz angeboten wird, auf der rechten Seite sind PDF-Dateien und eine heißt auch Schaltplan. Und da kann man sich diesen Schaltplan halt herunterladen und ausdrucken. Und daraus geht hervor, dass hier die Botis, Klinkenbuchse, beiden Humbucker und dann noch ein Massekabel verlötet werden müssen. Das Schöne ist, hier wurde schon vorverlötet, die Potis und der Schalter sind schon verlötet. Wir müssen wirklich nur noch hier die beiden Humbucker, Klinkenbuchse und das Massekabel miteinander verbinden. Wer da so ein bisschen experimentierfreudig ist, kann natürlich aus dem Netz sich weitere Schaltpläne herunterladen und vielleicht beispielsweise die einzelnen Humbucker jeweils mit einem Volumenpoti versehen. Wie gesagt, da muss man ein bisschen gucken, da kann man ein bisschen experimentieren und muss einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ja, ansonsten folgt dann noch der Zusammenbau, sprich also wir haben hier noch die Mechaniken anzuschrauben. Dann muss der Hals mit dem Body verbunden werden und da ist es ganz hilfreich, wenn man sich so eine Schraubzwinge oder eine Klemmzwinge besorgt, denn man sollte erstmal den Hals mit dem Body fixieren, um hinten dann die Schrauben ganz, ganz bequem einzudrehen. Die Schrauben sind relativ lang und die kann man durchaus natürlich mit einem Akkuschrauber erstmal die ersten 3 cm eindrehen, aber die restlichen Millimeter würde ich auf jeden Fall mit einem Schraubendreher machen, da so ein Kopf dann doch recht schnell brechen kann und mit so einem Akkuschrauber hat man unter Umständen nicht so die, nicht so das Feingefühl. Was auf jeden Fall noch gemacht werden muss oder sollte, ist das Abschirmen hier der Ausfräsungen dort, wie die Humbucker sitzen und natürlich auch hinten, wo die Elektronik sitzt. Das kann man machen entweder mit Aluminiumfolie oder mit Kupferfolie oder hier mit so einer Abschirmfarbe, mit einem Abschirmlack. Das ist so ein Graphitlack, der wird einfach mittels Pinsel aufgetragen, aufgepinselt, trocknen lassen und dann kann man die Bauteile auch schon einsetzen. Weiteres Werkzeug ist natürlich ein Lötkolben, weil ich ja halt hier die elektronischen Bauteile noch habe. Und ansonsten ist es nicht mehr viel, vielleicht noch ein Hammer für die Einschlaghülsen hier für die Bridge und auch diese Einschlaghülsen für die Seitenführungen hier. Und das war es im Grunde auch schon. Schraubendreher nicht vergessen für die kleinen Schrauben oben für die Mechaniken. Dann würde ich sagen, lege ich jetzt mal los und am Ende ziehe ich noch Seiten auf und mache noch einen kleinen Soundcheck.